Jim Carrey hat für Aufsehen gesorgt. Und man hält ihn für verrückt. New York Fashion Week 2017. Über was unterhält man sich mit den Stars auf dem roten Teppich? Über Trends, Kleidung, Dates, Smalltalk? Nicht so Jim Carrey. Er lässt sich nicht auf das Spiel ein. Die Reporterin versucht ihn irgendwie dazu zu bringen, aber stattdessen redet er lieber über etwas anderes. There's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating icons, boy, that is just the absolute lowest aiming, you know, possibility that we could come up with. Jim Carrey spricht einfach mal über die Bedeutungslosigkeit des Lebens und im Besonderen die der Veranstaltung, auf der er gerade ist. Und nicht nur das. Auch teilt er seine Ansichten über das Ich mit. Es gibt kein Ich. I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise, beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself. But Jim, you got really dressed up for the occasion. You look good. I didn't get dressed up. Who did? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Video über das Ich. Was ist das Ich? Jim Carrey sieht das Ich nicht als etwas Eigenständiges, Unveränderliches. Dieses Empfinden eines unveränderlichen Ichs ist aus seiner Sicht eine Illusion. Die Ich-Illusion entsteht aus nicht mehr als Gedanken, die zusammen einen scheinbar festen Kern bilden. Es gibt aber keinen festen Kern. Du steuerst nicht deine Gedankentätigkeit, du bist deine Gedankentätigkeit. So zumindest sieht er es. Alles, was du tust, tust nicht du, sondern es passiert. Du siehst in diesem Moment nicht, sehen passiert. Für weitere Gedanken dazu, schau dir gerne mal das Video Was ist das Ich an, falls du es noch nicht gesehen hast. In einem anderen Interview sagte Jim Carrey: Ich denke, das ist jedermanns Wahrheit. Es gibt eine Energie, die ein Etikett und eine Reihe von Ideen über ihr Erbe und über ihre Nationalität und all die Dinge bekommen hat, die Anker für ein Boot sein sollen, das nicht existiert. Wir verbringen unser Leben damit, nach Ankern zu suchen. Oh, ich bin italienisch, das ist, wer ich bin. Die Tatsache ist, dass du nicht existierst, du bist nichts als Ideen. Wir nehmen all diese Ideen und basteln sie zusammen und machen daraus eine Art Persönlichkeitsarmband, ein ID-Armband, das wir im Leben tragen. Aber das ist nicht das, was wir sind, weil wir nichts sind. Und es ist so eine verdammte Erleichterung. Er sieht diese Gedanken also auch nicht als belastend an, sondern als befreiend. Tja, und wie erwartet wird er in der Öffentlichkeit für solche Äußerungen als verrückt betitelt. Oder es wird als Marketingmasche verstanden. Die Medien sehen in Carrey bloß einen Filmstar. Vielleicht ist es ein Gag, um seinen neuen Film zu promoten. Vielleicht ist es aber auch nur seine Art, seinem Idol Andy Kaufman zu huldigen. So schrieb es zumindest das GQ-Magazin. Kaufmans Humor bestand zu großen Teilen darin, seine Umwelt durch sein Verhalten zu irritieren. So könnte das Interview vom roten Teppich einfach ein weiterer Versuch von Jim Carrey sein, in die Fußstapfen seines Idols zu treten. Hey, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nur Promo, vielleicht will er die Menschen nur irritieren. Aber Leben und Existenz passieren nicht nur im Film. Wir sind doch hier, wir denken, beziehungsweise sind Gedanken. Und was Carrey sagt, sind absolut legitime Gedanken. Der Wahnsinn des Lebens ist real. In Filmen werden solche Themen oft auf künstlerische Weise angegangen. Aber die Phänomene sind existent. Und Jim Carrey hat genau das erfasst, darüber nachgedacht, hat viel meditiert und ist zu einem Ergebnis gekommen. Das Ego existiert nicht so, wie wir es gerne hätten. Den Grundstein für seine Einstellung zum Leben und seinem Ich-Bewusstsein legte übrigens Eckhart Tolle. In meinem Video über das Satori-Erlebnis habe ich schon vor über einem Jahr eine Rede von Jim Carrey erwähnt, in der er sich auch konkret auf Gedanken von Eckhart Tolle bezog. In der Rede erzählt er zudem von genau solch einem Erlebnis, also einem Satori-Erlebnis. Er sagt, dass er verstanden habe, warum Denken nur eine Illusion sei und wie Denken verantwortlich für unser Leiden ist. Er schaute auf seine Gedanken aus einer anderen Perspektive und fragte sich: Wer ist es, der sich bewusst ist über das, was ich denke? Und dann spürte er dieses unbeschreibliche, sich ausdehnende Gefühl von innerer Freiheit. Er spürte, dass er größer ist als das, was er tut, und größer als sein Körper. Er sagt, dass er spürte, dass er jeder und alles sei, und spürte sich nicht als Teil des Universums, sondern als das Universum selbst.
Jim Carrey ist ganz offensichtlich der Überzeugung, dass unser alltägliches Verständnis vom Ich einfach nicht wahr ist. Das Ich ist bloß eine Geschichte, Erinnerung, Meinung, Dinge, die ich erlitten habe, mit denen ich mich identifiziere. Ein gedanklich konstruiertes Selbstbild. Denk darüber nach. Wer bist du? Auf unserem Discord-Server und in der Facebook-Gruppe poste ich jede Woche eine neue philosophische These, über die wir uns austauschen. Die von dieser Woche passt auf jeden Fall auch zum Thema dieses Videos. Alle sind irre. Aber wer seinen Wahn zu analysieren versteht, wird Philosoph genannt. Ja, Jim Carrey ist irre. Aber das sind wir alle. Er ist eben einer von denjenigen, der den Wahn analysiert. Und das tut der Großteil der Menschen einfach nicht. Aber analysiert er oder passiert das Analysieren bloß? Wenn ihr spirituelles Interesse an diesen Gedanken zum Ich habt, dann kann ich euch nur jegliche Vorträge und Bücher von Eckhart Tolle ans Herz legen. Spezielle Empfehlungen findet ihr natürlich in der Beschreibung. Wie bereits gesagt, hat auch Jim Carrey einen Großteil seiner Inspiration von ihm bekommen. Sehr zeitnah wird es auch auf diesem Kanal etwas zu Eckhart Tolle geben, also abonniert gerne, falls ihr das nicht verpassen wollt. Und wie immer freue ich mich sehr auf die Diskussion in den Kommentaren. Ist Jim Carrey verrückt? Ich werde natürlich wie immer alles durchlesen und werde natürlich auch ganz viel mitdiskutieren. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.